Habe ich gerade. Ach cool. Was halt? Deine Mutter ist halt. Na, 4 Stück noch. Und der Kartenheini ist auch wieder da. So. Wie viel haben wir noch gebraucht? 4, gell? Das sind 4. 2 Tresore. Einmal. So, aber wie komme ich jetzt da hin? Vielleicht so? Dann einfach von... Oah, was war das denn? Warte mal, ich brauche den Hechtsprung. Und hopp. Haha. Kann ich jetzt eingeben? Den was? Den ja, Navajo-Code. Okay. 5, 3, 2. Oh, eine Seite. Du hast die Baupläne für Markshop-Erweiterungen von Mesa City gefunden. Mit diesen Daten kann ich dir helfen, Hinweise und zerbrechliche Dinge zu finden. Du findest die Informationen auf deinem Sichtkommunikator. Ah, okay, also so wie da bei Wally, dass wir jetzt auch die Flaschen sehen können, aber das haben wir nie benutzt. Habe ich auch so immer hinbekommen. Aber falls wir mal eine verpassen, so wie ganz am Anfang. Wahahaha. Ich mag diese. Ich mag die, das Design von den Lampen, aber dass sie sich so blöd bewegen, ist nicht so toll. Ach, da ist sie ja schon wieder. Wahahaha. Oh Gott. Oh Gott. Wer baut denn so bitte schön ein Haus? Ich meine, oh Gott, oh Gott. Jetzt schießt sie auch noch die schönen Leuchter ab. Verrücktes Weib. Entschuldigung, ich habe ja nichts gesagt. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Ja, toll. Ich will nicht wissen, wie viel die Polizei für das alles hier bezahlen muss. Vor allem, du kriegst mich ja nie. Entschuldigung, dass ich dich jetzt so anstache, aber das ist ja so. Das ist ja Schatzschlüssel. Wow. Mach kaputt. Tschüss. Vor allem dieses hässliche Ballon-Ding ist auch weg. Habe ich gerade 2 gute Taten heute gemacht. Boah, Alter, ich hoffe, die kommt nicht nochmal. Ich mag die nicht. Upp. Nö, wenn ich da hochgehe, dann muss ich den ja gar nicht töten. Ja, bis nach ganz oben. Schöne Begrüßung. Aha. Was ist das denn? Aha. Da ist der Schlüssel. Schlüssel. Vergiss es. Mit dem Stock kriegst du das dicke Glas nicht kaputt. Du brauchst irgendetwas super Schweres. Wie die große Abrissbirne da oben. Oh. Da ist eine Flasche. Du fällst nicht runter, oder? Oh. Oh, Entschuldigung. Siehst du die Neonröhren? Ich weiß, es sieht aus, als könnte man da nicht drauf. Aber ich wette, dass du als Meisterdieb das schaffst. Der kann echt überall rumklettern. So, aber ich nehme erstmal die Flaschen hier mit. Da sind und da ist schon wieder der Kartenheini.
Habt ihr den Hals gesehen? Voll lang gestreckt, als wäre der aus Gummi. Ach. Jetzt dürfen wir auf den Buchstaben rumlaufen. Das hat wahrscheinlich auch noch niemand geschafft. Wow. Alter. Was war das denn? Was ist das denn? Ach, das Ding ist runtergefallen. Warum bewegen sich die Dinger jetzt? Warte mal, da unten sind Flaschen. Das war jetzt wahrscheinlich wieder immer nur auf dem Kopf. Bumm. Genau. Ja. Oh, was war das denn? Mist. Treffer. Mal zwei Flaschen. Da sind nochmal drei. Da sind nochmal zwei. Da hängen nochmal eine. Da oben sind zwei. Da ist nochmal eine. Keep out. Soll ich da jetzt einfach runterspringen oder was? Warte mal, ich mach das Schild weg. So. Ich hätte jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass ich das Schild einfach wegmachen kann, aber okay. Boah, nein, boah, greif doch die blöde Neonröhre. So, genau. Boah, haha. Ach so, ich soll da hochspringen. Also nochmal. Na, dahin. Dann hier. Und dann einfach hier drauf. Und dann da oben drüber. Na, damit ich an die Flaschen komme. Klappt ja super. Sind da hinten nochmal welche? Nö. Schade. Na, ich möchte dahin. Oh. Ich war's nicht. Nein, ich war's nicht. Behalt deine Kugel. Ich war das nicht. Oh. Der wollte mich töten. Der muss eingesperrt werden. Es war alles Selbstverteidigung. Den Stock habe ich nur zur Selbstverteidigung. Wow. Hast auch wieder so einen Gummihals? Ah, der hat einen. Lecker. So, der hat wieder so einen kleinen Hund. Hat auf Gosch bekommen. Hat er wahrscheinlich irgendwie verdient. Ich suche nur schon wieder eine Ausrede, was ist jetzt los? Ich habe eine persönliche Nachricht für den Lumpigen, die der sich mit meinen Schatzschlüsseln davon macht. Oh. Du bist tot, Kumpel. Wenn ich dich in die Finger kriege, passe ich dir eigenhändig Betonpantoffeln an. Hast du gehört? Du bist Hackfleisch, Kumpel. Hackfleisch. Aber nicht aus mir, gell? Sondern aus dir. Münzen. Mensch, sind wir hoch. Oh. Ich war's nicht, das war das Schild. Ja, ja. Ich bin einfach nur zufällig hier, weißt du? Das ist der Tresor, aber uns fehlen noch 9 Flaschen. Da ist noch eine. Da ist schon diese. Hä? Habe ich was übersehen? Kann ich da jetzt einfach runter? Oh.
Ich möchte aber den Schlüssel noch nicht nehmen. Hä? Warte mal. Warte mal, jetzt haben wir ja diese. Was sind denn da Flaschen? Hä? Wo habe ich denn die übersehen? Hier irgendwo? Hä? Ah, natürlich, das ist ein kleiner Haken. Ja, das kann man natürlich aber auch übersehen. Ja, und das sind die 8 Flaschen, oder? Ja, toll. Sowas macht man doch nicht. So, kann ich jetzt eigentlich wieder da einfach kurz hochklettern? Ja, kann ich. Praktisch. So. Drücke die Kreistaste, um den Code einzugeben. Man braucht einen IQ von mindestens 140, um das hier zu knacken. 4, 6, 8, 1. 4, 6, 8. Wer hätte es gedacht? Noch eine Seite. Mit diesem Wissen im Gepäck musst du keinen Zauber verschwenden, wenn du ins Wasser fällst. Oh, das ist praktisch. Also dürfen wir jetzt einfach ins Wasser plumpsen. Ah, das ist ja mal geil. Aber hier ist nirgendwo Wasser. Das hier ist Wüste. Ja, doch, vorne im Casino war Wasser, aber trotzdem. Gibt's irgendwo noch ein Wasserlevel? So, jetzt nehme ich mir mal... Nimm den Schlüssel mit. Ja, und zaubern kann er auch noch. Der schwebt da in der Luft. Der ist echt Multitasking. Waren wir da schon? Ich glaube noch nicht, aber... Warte mal. Da. Da hoch. Ja, ja, ja. Was macht der denn? Hat er gerade einfach auf den Boden gehauen? Hier wollte ich rein. Der neue Move ist cool. Seitengassen-Kuh. Hallo. Mist. So, einfach alles mit diesem blöden Stock kaputt machen. Ne, der Stock ist nicht blöd, aber das ist ein Stock. Der kann doch nicht einfach kurz sowas hier kaputt machen. Der müsste doch schon längst in zwei gebrochen sein. Es sei denn, es ist in Wirklichkeit irgendein Metall. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt nur noch wirklich vorstellen kann. So hart ist kein Holz. Oh! Boah, ich dachte gerade, ich wäre runtergefallen. Will ich hier oben sein? Ja, ich will hier oben sein. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann lass mich runter. Oh! Kann ich runter? Gibt's hier eine Flasche? Gibt's hier keine Flasche? Das kann doch nicht sein. Oh, guck mal, hier ist Wasser. Oh. Ja, aber kein Glücksbringer mehr. Das ist cool. Hier gibt's echt kein... Hier gibt's echt kein... Eine Flasche. Warte mal, ich gucke jetzt sicherheitshalber mal. Nö. Hier gibt's echt keine Flasche. Daher könnte man das doch hier richtig gut verstecken.